Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind in Österreich, Linz, und wie vor kurzem versprochen, präsentieren wir oder haben wir mal vorgehabt, den ersten Rollstuhl auf einer Achse mit einem Joystick zu bauen. Ja? Und heute ist wirklich das Ergebnis da. Lukas hat mich angerufen hier und hat gesagt, Olli, komm mal vorbei, teste das mal. Und das wollen wir heute euch mal präsentieren. Ganz wichtig, schaut nicht, wie ihr aussieht. Um das geht es heute nicht. Es war wirklich das Thema, die Aufgabe, schaffen wir es, auf einer Achse einen Joystick anzubinden. Das hat Lukas auf jeden Fall mal umsetzen können. Man sieht es, die Steuerung, der Hammer auch, ist wirklich unwahrscheinlich feinfühlig. Man sieht es, er regelt unwahrscheinlich toll. Ich habe nach wie vor jetzt noch momentan die Möglichkeit, über vorzufahren, zurückzufahren, aber auch gleichzeitig zu lenken. Ja, ganz wichtig. Zusätzlich haben wir noch zwei Funktionen eingebaut, Willi. Und zwar habe ich später die Möglichkeit, über den Joystick, über einen Taster, bin ich in Betätigt drauf zu drücken. Und habe jetzt die Möglichkeit, ich kann zurückgehen, ich kann mich anlehnen, ich kann mir es mal gemütlich machen. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Und er fährt nicht zurück. Ich habe die erste Motorbremse sozusagen hier auf einer Achse. Ist natürlich mega geil. Das nächste Tolle ist, wenn ich jetzt auch vorgehe, ich könnte mir jetzt, sage ich mal, wirklich Schuhe binden oder noch besser, was dann in Zukunft auch kommt, ich kann verschiedene Behinderungsgrade, wenn einer jetzt eine Verkrümmung hat, weil er sehr lange im Rollstuhl sitzt, haben wir die Möglichkeit, das über diesen Joystick, über die Steuerung auszugleichen. Das heißt, wenn einer sehr wenig Rumpfstabilität hat oder schon gar keine mehr und saß wie früher sehr verkrümmt drin, können wir das hier einfach anpassen über diesen Joystick. Ist natürlich eine absolute Revolution. Also einmal eine Bremse und zweitens noch die Neigung anpassen, dass der Fahrer später mit eigentlich kaum Gewichtsverlagerung den ganz einfach steuern kann, obwohl er eigentlich nach hinten gelehnt ist, leicht durch Vorwärtsgehen auf Vorwärtskern. Wieder draufdrücken, habe ich wieder die ganz normale Funktion und der Oberhammer. Und Lukas hat mir versprochen, später werden wir auch über den Joystick bremsen können. Und das ist natürlich die absolute Revolution. Also hier einfach mal, wollten wir euch heute mal zeigen, wir würden es umgesetzt kriegen. Ja? Wir können jetzt hier wirklich mal fahren mit Joystick. Lässt sich sehr, sehr sensibel steuern. Unwahrscheinlich toll. Er hat mir auch versprochen, wir können hier 1000 Anpassungen machen. Ja? Über Behinderungsgrade. Wir können den Joystick später links und rechts machen. Aufgabe erfüllt. Somit heißt es heute, Willi. Ich würde sagen, wir bauen ihn. Lukas ist im Hintergrund. Lukas, wir bauen ihn, oder? Wir bauen den besten Rollstuhl auf einer Achse mit Joystick. Und da werden wir weiter berichten. Wir bauen jetzt den ersten Prototyp für euch auf. Und den werden wir in Kürze vorstellen. Bis bald, euer Behindert-Barrierefrei-Team. Ciao, tschüss.